Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky Herz. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, es gibt neue Informationen zu One Piece Pirate Warriors 3. Was heißt neue Informationen? Ich habe mir einfach jetzt hier so ein kleines Faktenvideo vorbereitet, wo ich einfach mal alle Infos raushaue, die jetzt aktuell zu One Piece Pirate Warriors 3 am Start sind und ich die euch jetzt einfach mal hier in diesem Video vorstelle. Ich fange einfach an ganz oben bei der Liste. Und zwar, das Spiel erscheint auf der PS3, auf der PS Vita, auf der PS4 und zum ersten Mal auf dem PC, natürlich auch zum ersten Mal auf der PS4, aber PC ist natürlich wieder wirklich Neuland für dieses Spiel. Und das war auf jeden Fall eine Überraschung im letzten Trailer. Da hat man es ja, glaube ich, zum ersten Mal dann gesehen. Da stand ja dann unten Steam und PC und alles Mögliche. Deswegen war das auf jeden Fall eine ziemlich große Überraschung. Auch wo das dann Grandline TV erfahren hat, wo ich ihm das gesagt habe. Der war auch ziemlich überrascht darüber und hätte nicht gedacht, dass das One Piece auch noch kommen wird für den PC. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber okay. Soll es dem PC-Spieler auch mal gegönnt sein, so ein cooles Spiel zu spielen. Das Spiel wird in jedem Land verkauft. Das war ja klar. Das musste trotzdem jetzt hier einfach rein. Wenn das nicht in jedem Land verkauft werden sollte, würde ich nicht verstehen, warum. Aber es ist so, das Spiel wird überall verkauft. Deswegen können wir auf jeden Fall uns glücklich schätzen. Es ist möglich, alleine oder zu zweit offline oder online zu spielen. Das sollten natürlich auch die meisten von euch freuen, da ich ja auch schon mitbekommen habe, dass nicht wirklich jeder von euch ein Online-Spieler ist. Es gibt nicht wirklich viele Online-Spieler, habe ich mitgekriegt, unter meinen Abonnenten. Es gibt wirklich ein paar, die spielen echt nur offline. Und ja, man kann auch zu zweit offline spielen. Und wer darauf Bock hat, der kann das gerne machen mit seinem Bruder, mit seinem Kumpel, mit seiner Mom, mit seinem Dad, mit seiner Oma, mit seinem Opa, mit seinem Hund. Ich weiß es nicht. Ja, da kann jeder machen, wie er es möchte. Es sind nur japanische Stimmen verfügbar. Das ist sowieso ein Muss für mich. Wenn ich ein Anime-Spiel habe, möchte ich auch nur die japanischen Stimmen hören. Da können sich die Charaktere so noch so beschissen anhören, wie sie wollen oder wie auch immer. Ich brauche die japanischen Stimmen. Ich komme damit überhaupt nicht klar, wenn da irgendwelche englischen Stimmen sind. Und es ist zum Beispiel auch so wie bei mir, wenn ich irgendwie einen Let's Player gucke, einen Anime-Let's Player, sagen wir jetzt mal, und der spielt ein Anime-Spiel natürlich und hat dann immer noch die englische Sprachausgabe aktiviert. Ich kann mir das Video echt nicht angucken, weil das fuckt mich einfach ab, dieses Englische. Das muss einfach mal gesagt werden, aber das ist einfach Geschmackssache. Die Texte werden in Englisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch auswählbar sein. Also, ja, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Englisch, Italienisch, Deutsch. Das ist auf jeden Fall gut und Spanisch, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich viele Spanier jetzt das Spiel spielen, kann natürlich sein, ich weiß es nicht, ist okay, dass es auf jeden Fall da ist, ist jetzt nicht für mich irgendwie notwendig, ich spreche kein Spanisch. Dieser Teil wird die meisten Charaktere in einem One Piece Game haben, was es jemals gab, also das haben sie ja schon mal gesagt, dass dieses One Piece Spiel von den Charakteren her die anderen One-Piece-Spiele alle in den Schatten stellen werden. Und das muss ja schon was heißen. Das muss wirklich was heißen. Und da bin ich auf jeden Fall wirklich gespannt, was die da raushauen. Und ich hoffe ja persönlich so mit 100 bis 150 Charakteren, ich würde es so krass abfeiern. Ich würde es wirklich so krass abfeiern. Wir haben ja gestern gesehen, dass Captain Morgan angekündigt wurde. Und ich meine, wenn so ein No-Name angekündigt wird. Es ist leider ein No-Name. Er war wirklich nur am Anfang der Staffel da. Und dann kam halt später nochmal klar. Aber er ist irgendwo ein No-Name. Das ist einfach so. Und dass es so ein No-Name in das Spiel schafft, das ist schon wirklich krass. Also finde ich auf jeden Fall wirklich super, dass die das da machen. Und ich freue mich auf jeden Fall noch auf die weiteren Charaktere, die noch kommen werden. Es sind ja nicht wirklich viele jetzt bekannt, Leute. Es sind nicht wirklich viele bekannt. Es ist Sabo bekannt. Es ist Fujitora bekannt. Es ist Trafalgar bekannt natürlich. Dann ist es wie heißt der hier nochmal? Doflamingo ist noch bekannt. Und jetzt noch Captain Morgan. Und was ich auch mal gesehen habe, ich habe ja dieses Gameplay hochgeladen von Fujitora. Da hat man gesehen, dass Fujitora gegen Hody Jones gekämpft hat. Und vielleicht ist ja Hody Jones auch spielbar, man weiß es noch nicht, aber ich meine, dieser Arc ist ja auch im Spiel dabei. Und warum sollte Hody Jones nicht dabei sein? Ich meine, der war ja sozusagen der Endgegner von diesem Arc. Und wenn der nicht dabei ist, dann verstehe ich das Spiel auch irgendwie nicht. Also
ja, werden wir auf jeden Fall sehen, welche Charaktere noch kommen. Aber ich bin da auf jeden Fall guten Gewissen, dass da auf jeden Fall was Gutes kommen wird und dass die uns da auf jeden Fall gut überraschen werden. Was ich mir halt noch persönlich wünschen würde, ist zum Beispiel Ivankov oder Bartolomeo. Das wären so wirklich meine Wunschcharaktere, dass die noch kommen. Da würde ich mich echt tierisch drüber freuen. Kommen wir zum letzten Fakt, wie man es nennen möchte. Und zwar, die Geschichte geht von Anfang an bis Dressrosa. Jetzt nochmal wirklich für alle Leute. Es fängt wirklich dort an, wo Corby Ruffy aus diesem Gefäß daraus geholt hat. Und dann bis Dressrosa. Ob da irgendwelche Zeitsprünge wieder dabei sind, weiß man nicht. Thriller Bark wurde leider bis jetzt noch nicht 100% bestätigt. Was bestätigt wurde, ist Skype, ja, das ist auf jeden Fall am Start, weil das war ja bei OPPW1 nicht der Fall. Und da müssen wir uns einfach überraschen lassen, ob da irgendwelche Zeitsprünge noch am Start sein werden oder nicht. Ich würde es mir auf jeden Fall nicht wünschen. Ich glaube, das wünscht sich sowieso keiner. Aber das, was wir bis jetzt gesehen haben, das ist auf jeden Fall gut gewesen. Man hat ja gesehen, die Szene mit Zorro, wo er gefesselt war, wo Ruffy ihn zum ersten Mal getroffen hat. Dann hat man noch die Szene gesehen, wo Lysop der Crew beigetreten ist. Und da werden bestimmt noch einige weitere Szenen noch kommen. Und ich bin da auf jeden Fall guten Gewissens, wie gesagt, dass das auf jeden Fall ein super Spiel wird und auch ein mega gutes Storyspiel wird. Das, da bin ich auf jeden Fall sicher. Da bin ich echt sicher. Und ja, mehr Infos, Fakten, wie auch immer, habe ich jetzt nicht wirklich. Sollten neue wieder kommen und wenn ich die angesammelt habe, würde ich vielleicht nochmal so ein Video machen und euch das nochmal alles rausbashen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Lasst noch ein Like oder ein Abo da, würde mich ziemlich freuen. Und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Welche Charaktere würdet ihr euch noch wünschen? Was fehlt euch in OPPW3, was ihr persönlich gerne im Spiel haben wollen möchtet? Sagen wir jetzt einfach mal die Charaktere weg. Also wirklich keine Charaktere jetzt mal, sondern einfach nur, was euch in diesem Spiel fehlt. Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Ich bin euer Spooky, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tad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